Es ist gleich Lead Time, wenn das Video erscheint. Mein Name ist Harden und heute spielen wir Torchlight Frontiers. Uhu. Und weiter geht's mit dem Leveln in der Alpha. So, ich würde sagen, was haben wir denn hier noch so an Aufträgen? Wie war denn das im Inventar? Auf Aufträge gucken, da sehen wir nichts. Genau, hier. So, schließt Sabotage ab. Was auch immer das bedeutet. So, aktive Quest. Es ist, geht zum Dorf der Rotz, blablub. Der Rotzhäute sucht im Dorf der Rotzhäute nach Hinweisen auf die vermisste Belagerungswaffe. Geht zu Bromas Versteck. Okay, also. Dorf der Rotzhäute und wir suchen nach einem Hinweis für die verlorenen Belagerungswaffen. Ja. Na, ich bin gespannt. Also die Story war ja nie die Stärke dieses Genres. Allerdings muss ich sagen, hat damals Torchlight 1 und 2 eine interessante Idee gefunden, wie sie die Diablo Lore umschreiben. Und sie haben es geschafft, es immer etwas lustiger zu machen. Das fand ich ganz gut. Ja. So, dann sorgen wir nochmal dafür, dass uns der Zug hier verfolgt. Ach, wie süß. Da haben wir doch glatt den Baumstumm. So, willst du mich veralbern? Ah. So. Und hepp. Ja. Uhu. Komm mit. Ja. Hier lang. Uhu. Asche! Asche zu Asche! So. Alles klar, dann müssen wir jetzt noch hier hoch. Doppelesche können wir uns hier nicht entgehen lassen. Zumal wir immer die Chance haben, Edelmaterialien zu bekommen, so wie ich sie jetzt mal nennen würde. Ja, ist eine nette Idee. Oh, wie süß. Folge mir zum. So. Wir sollen ja zu Brummers. Gucken wir doch mal auf der Karte. Wie heißt das? Geht zu Brummers Versteck. Okay. So, Goblinschlucht. Ah, ja. Tja. Materialien. Dann sammeln wir das ein und leveln hier so ein bisschen vor uns hin. Aber ich denke, dass es auffindbar sein müsste. Das war aber besonders viel Material. Ach, jetzt wieder die Zeile verrutscht. Wieder zu früh W gedrückt. So, Goblinschlucht. Ob ich hier Brummers Versteck finde? Ich meine, gegen Brummer habe ich auch schon gekämpft.
Kann natürlich sein, dass sie da so eine zeitliche Komponente drin haben, also wenn man die Reihenfolge nicht richtig macht und so weiter. Es könnte aber auch daran liegen, dass es noch eine Alpha ist. Oh nein. Still here. This mission is doomed. Ah, schalte es ab. Ihr hört das doch auch, oder? Egal, ich suche einen kühnen Entdecker, der für mich diese gefährlichen Länder durchstreift und mir den sagenhaften Glutsteinglanz beschafft. Bringt ihn mir und ich bezahle euch. Na klar. Auf die Kanülen. How sweet of them. Sterben die und hinterlassen mir einfach so viel Gold. Man kann hier wirklich nahezu alle Kisten. Könntest du mal bitte. Meine Güte, hier findet man aber auch viel Holz. Und Sandsteinfels. Jawollo. Das ist. Ja. Ah. Es ist tot, was immer es ist. So, jetzt haben wir ja so viel gefunden. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier so gefunden haben. Magisches Schwert, Schild, Schwert. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Oh. Wow. Nein, halt. Da müssen wir das echt so austauschen. Es ist schlechter. Schade. Nun denn. Nun denn. Okay. You need more endurance.
Irgendwie werden mir meine Tränke nicht angezeigt. Komm mit Zug! So. Wir suchen den Glanz. Aha. So. Kommst du woher? Hat dir jemand erlaubt, mein Haustier zu verprügeln? Jawollo, Frontier-Level ist gestiegen. So. Verprügel dich. Ja. Ja, und jawollo. So, dann gucken wir noch mal. Da könnte es weitergehen. Dann gehen wir doch weiter. Gucken wir doch mal, wie weiter das hier potenziell geht. Ja, also hier ganz hinten, also. Aha. Mein Hundi. Okay. Ich habe gerade gesehen, ich habe die große Kiste vergessen. Ha. Loot. Gut, dass das Spiel bisher so kurze Ladefristen hat, dann ist das kein Problem. Aber hey, gehen wir nochmal rein. So, dann geben wir doch erstmal hier ab. You gotta be one strong warrior to come out alive. Ihr habt es gefunden? Ja, das ist es. Leuchtet wie Funkenglutstein und brennt wie Funken, wie Flammenglutstein. Hier ist etwas von meinen alten Sachen, die ich rumliegen hatte.
quest finished. Come on! Tuk 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 tuk. Jetzt rennen wir durch zum Loot. Ja! Komm mit! Kannst du ja unterwegs auf irgendwas schießen? Okay. Gut, gut. Was auch immer das für ein merkwürdiger Glitch war. Okay. So, dann lass uns mal durchrennen. Ist das nicht hübsch? Oh, Zombies. Ach ja. Beste Entscheidung meines Lebens, hier einfach durchzurennen. Warum kann ich jetzt die Boss-Truhe nicht öffnen? Huhu, das war doch erquickend. Nein, das ist schlechter, das ist schlecht. Das ist besser. Ja, das ist nur eine Rüstung. Okay. Dann ab nach Hause, Goldie. Na gut. Schade. Und ich habe immer noch nicht die Quest abgeschlossen und den dritten Ladebildschirm habe vor kurzer Zeit. Weil wahrscheinlich aufgrund des Alpha-Stadiums hier noch einiges nicht so richtig funktioniert. So, was haben wir denn hier? Nebenquest. Das ist mir alles egal. Aha. Ach so, also ich würde mal sagen, ich habe das alles erledigt. Oder? Wie soll ich das verstehen? So, wir könnten ja aber mal auf Fähigkeiten gehen. Wir haben ja noch einen Punkt zu vergeben. Dann machen wir das doch gleich so, weil 12 Punkte können wir hier nur reinstecken. Das heißt, gerade weil wir hier nur exklusiv die Talente benutzen können, bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ich meine, es würde sich halt passiv nutzen, lohnen. Your pet has arrived. Aber ja, ich würde sagen, wir fällen hier noch ein paar Bäume. Und dann war's das für heute. Mein Fazit aus dem heutigen Spiel ist,
immer erst nach allen Truhen Ausschau halten und dann wieder zurückgehen, um die Quest abzugeben, damit euch nicht der Quatsch passiert wie mir. Aber damit muss man eben rechnen, ist halt eine Alpha, da ist die Truhe halt nicht einfach geöffnet, sondern temporär irgendwie komisch verknüpft. Ich hoffe also, dass ihr mehr Erfolg habt beim Loot als ich und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Ciao!